Hey Leute, hier ist Hassan. Schön, dass ihr eingeschaltet habt auf meinem Kanal Master Your Spirit. Im heutigen Video seht ihr mal wieder ein Body Update. Es sind jetzt ungefähr 2 Monate her, dass Ramadan angefangen hat und vor einem Monat circa, also vor fast einem Monat, hat es aufgehört. Also haben wir jetzt das Ergebnis von circa 60 Tagen. Wie es bei mir zurzeit aussieht, ist, bei mir hat das Studio jetzt wieder geöffnet. Natürlich, ich habe ein ordentliches Programm hier, bin stark eingespannt dadurch, aber es gibt ja natürlich keine Ausreden. Ich versuche meine Ernährung on point zu halten, also ich schaue, dass vor allem meine Proteine stimmen, dass ich nicht unnötig viel Kohlenhydrate immer noch esse. Und was ich jetzt auf jeden Fall mache, ist einmal in der Woche, da nehme ich den schönen Samstag immer, da mache ich einen Cheat Day daraus. Aber nicht wie manche sagen hier mit ganz clean und natürlich trotzdem achten, was man zu sich nimmt. Ich finde, man sollte sich doch trotzdem mal was gönnen, sei es mal eine Pizza oder mal beim Chinesen Ente oder gebratene Nudeln und alles Mögliche, weil das ist einfach auch für die Psyche nochmal gut, so als Verdienst dafür, weil wenn man das nicht macht, dann macht es irgendwann vielleicht die Psyche nicht mehr mit. Kann sein, dass das der Körper trotzdem mitmacht, aber die Psyche wird es irgendwann nicht mitmachen. Genau, und mein Training ist weiterhin straff. Ich trainiere zurzeit sogar wirklich jeden Tag an meinem Rest-Day. Da mache ich dann halt Seilspringen und mache dort mittlerweile jetzt 12 Runden und muss auch sagen, wirklich in einem sehr, sehr tollen, hohen Tempo. Lange Rede, kurzer Sinn. Es läuft gut. Vom Gewicht her hatte ich einen Tiefpunkt erreicht von 73,8 Kilo, was mir aber persönlich dann echt zu wenig war, das sah alles ein bisschen zu eingefallen aus. Also man konnte sehr gut ein Sixpack und alles sehen, aber vom Gesicht her und so sah das alles, naja, nicht mehr so toll aus. Deswegen habe ich halt gesagt, ich tue ein paar Portionen ein bisschen vergrößern. Zum Beispiel, wenn ich als Nachtisch meinen Hüttenkäse zu mir genommen habe, dann habe ich von 250 Gramm auf 300 Gramm erhöht. Und zum Beispiel mittags, wenn ich einen Kaffee trinke, nach dem Mittagessen, da tue ich halt noch zum Beispiel 85%ige Schokolade noch zu mir nehmen, um einfach nochmal ein bisschen mehr Kalorien zu mir zu nehmen. Aber wirklich Schritt für Schritt, ihr dürft eure Kalorien nicht schlagartig wieder hochsetzen, gell? Sonst geht es wieder hier hin und dann war die ganze Arbeit so ein bisschen für den Arsch, kann man sagen. Jetzt schauen wir mal das Ergebnis von ca. 55 Tagen an. Wer das erste, also den Anfang sehen möchte, natürlich schaut in die ersten Videos zurück, also ins erste Video sogar. Da sieht man sogar im Thumbnail sogar ein Bild, also da kann man mal auch vergleichen. Jetzt ziehe ich mich mal wieder aus. So, also, man sieht, also hier vor allem am unteren Bauch, dann machen wir es andersrum. Am unteren Bauch, das ist wirklich minimal geworden und der Sixpack ist deutlich sichtbarer. Vor allem, was ich halt geil finde, ist hier im seitlichen Bereich, die seitlichen Bauchmuskeln hier vor allem und hier oben. Was auch super ist, ist hier im unteren Brustbereich habe ich deutlich weniger Fett, was die Brust einfach nochmal ordentlich zur Geltung bringt. Hier Bizeps ist auch immer noch gut in Form, Bizeps, Trizeps. Ja, die Schultern sind schon immer ein bisschen eine Schwachstelle bei mir gewesen und Rücken, auch im Hüftbereich, das ist alles wirklich deutlich weniger und genau, also ich bin mit der Form eigentlich recht zufrieden, es ist deutlich angenehmer für mich, vor allem in Klamotten und ich ziehe auch gern ein bisschen die Oberteile enger an, sage ich mal, ich mag es nicht, wenn es so schlabbert und ich merke es auch vor allem sehr im Training. Manche würden sagen, ich fühle mich nicht fit, ich fühle mich immer noch topfit. Wie es jetzt noch für mich weitergeht, ich werde die ganze Sache noch ca. 35 Tage machen, dann habe ich mal 3 Monate. Ich sage ja auch, eine Diät sollte man eigentlich so im Allgemeinen auch, eine Diät oder Diät, ein Kaloriendefizit sollte man sich jetzt nicht zwingend auch länger wie 3 Monate befinden. Ist nicht zwingend gut. Was ich jetzt machen werde, ist, ich möchte noch hier vollends in den 30 Tagen das mal komplett glatt kriegen, komplett flach kriegen und ich schaue mal, wie lange das dauert, aber gegen Ende möchte ich eigentlich schon wieder die Kalorien ein bisschen erhöhen
Und was ich jetzt hier für mein Studio, auch vor allem allgemein, nicht nur für mich, das ist auch für meine Mitglieder und alles, ich werde wieder langsam mit Gewichttraining anfangen, aber jetzt nicht hier anfangen mit Bankdrücken und Latziehen mit 60, 70, 80 Kilo und Kreuzheben mit den schwersten Gewichten. Wie ihr seht, ich habe mir hier ein bisschen ein paar Kettlebells besorgt, 6 Kilo, 10 Kilo, der Rest kommt noch, ist noch im Lieferzustand sozusagen, und da möchte ich einfach mit leichten Gewichten noch zusätzlich ein bisschen arbeiten, um meinem Körper nochmal bessere Reize zu geben oder ein bisschen höhere Reize, gell? Aber überreizen möchten wir es auch nicht. Und für meine Zwecke dient es optimal. Ich meine, ich als Kampfsportler, Taekwondoler, ich muss springen, ich muss mich gut bewegen können, und mit zu viel Masse fange ich einfach nichts an. Jetzt kommen wir auch zum Ende wieder. Ich hoffe, das Video hat euch mal wieder gefallen. Ihr lasst wie immer einen Daumen hoch und Abo, und wir sehen uns beim nächsten Video. Das nächste Update wird dann natürlich zum Schluss von den 3 Monaten kommen. Bis zum nächsten Mal. Never ever find the right words.